meine Lieben, da bin ich mal ganz kurz in eigener Sache. Das Video startet gleich, keine Angst. Ich wollte euch mitteilen, dass ich noch einen zweiten Kanal aufgemacht habe. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch da besucht. Für alle, die Interesse haben an Lebensberatung bzw. Tarotkarten legen oder Karten legen allgemein. Vielleicht gibt es auch schon einige von euch, sag ich mal, die sowieso schon in der Richtung auch Videos gucken oder so, würde ich mich natürlich freuen. Für alle, die Interesse daran haben, die schreiben mir bitte kurz an meine bekannte E-Mail-Adresse claudia-nagellange@web.de eine kurze E-Mail, dann gebe ich euch den Kanalnamen bekannt. Aber ich möchte eben auch wirklich, wenn nur für die Leute, die wirklich Interesse daran haben. Viele interessieren sich da auch gar nicht für. Aber ihr würdet mir sehr helfen dabei. Da wäre ich sehr glücklich drüber. Ja, und wie gesagt, ansonsten freue ich mich, wenn ihr mich da auch bald besucht. Und da können wir auch in Kontakt bleiben. Es kommen demnächst noch mehr Videos. Ich habe bis jetzt nur zwei gemacht. Wie gesagt, der ist noch total jungfräulich, der Kanal. Ja, schreibt mich kurz an. Und jetzt startet gleich das Video. Bis dann, meine Süßen. Tschüss. So, hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Wie versprochen machen wir heute ein Video. Und zwar habe ich eine neue Kundin hier. Die hat jetzt hier noch Nagellack drauf. Und da zeige ich euch heute die Naturnagelvorbereitung. Habe ich euch ja im letzten Video schon angekündigt. Ja, und dann starten wir damit, würde ich sagen. Wie gesagt, hier ist jetzt ganz normaler Nagellack drauf. Die Hände, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, da ist ja eine ganze Weile nichts dran gemacht worden. Aber das ändern wir heute. Und sie hat sich bereit erklärt, ihre Hände heute herzuzeigen. So, ich entferne jetzt als erstes erstmal den Nagellack. Das geht ja noch relativ einfach, weil das will ich jetzt mit dem Fräser natürlich nicht runterholen, weil wir ja nämlich sonst direkt auf den Naturnagel unten runter sind. Und da soll man ja schon ein bisschen aufpassen. So. Und sie hat auch den Wunsch geäußert, du darfst auch ruhig einen Pieps von dir geben, ne? So ist das nicht. Sie traut sich nämlich noch nicht. Dass sie dann heute Shellack nämlich drauf haben will, beziehungsweise UV-Lack. Und das machen wir dann nachher auch gleich. Das ist ja für uns überhaupt kein Problem. Weil Nagellack sieht man auch trotzdem, dass der Nagellack selber gerade so eine kräftige Farbe doch auch immer ein bisschen ins Nagelbett einzieht. Und deswegen ist es normalerweise besser, wenn man Nagellack aufträgt, dass man einen Klarlack unten drunter macht. Den ich nie benutze. Den du nie benutzt, genau. So. Ja, ich habe ein bisschen häufiger drüber gemalt. Mit der Hoffnung, dass der länger hält als 12 Stunden. Ja, wenn man nur einfach so auf den gefetteten Nagel Nagellack drauf trägt, aufträgt. Das ist auch zum Beispiel für euch Neulinge. Und ganz wichtig zu wissen, wenn ihr mal so eine Kundin habt, weil normale Kunden wissen das nicht. Da muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Wenn ihr nämlich jetzt hier auf diesem Nagel einfach so Nagellack drauf trägt, der kann gar nicht lange halten, weil der Nagel nämlich nicht darauf vorbereitet ist. Das heißt, der muss vorher nämlich angeraut werden, der muss entfettet werden. Deswegen soll man vorher sich möglichst nicht auch noch die Hände eincremen, weil das hängt alles auf den Nagel drauf. Okay. Und dann darf man sich nämlich nicht wundern, wenn der Nagel nicht lange hält. Aber das ist so ein bisschen Grundwissen, was man haben muss. Ich habe es jahrelang falsch gemacht. Dann. Ja. Und ich bin nicht die Einzige, die das so macht. Wahrscheinlich. Aber deswegen, dann wundern sich eben viele, warum der Nagellack nicht lange hält. Ja. Weil wenn man, und dann kommt es ja auch noch ein bisschen auf den Nagellack. Es gibt ja so viele verschiedene Nagellackfirmen. Und dann kommt es eben, wie gesagt, auch noch ein bisschen drauf an, was es für ein Nagellack ist. Ist es ein hochwertiger Nagellack oder mit pflegenden Inhaltsstoffen? Wir hatten vorhin gerade über Sally Hansen. Die sind natürlich sehr gut, aber die sind natürlich auch teurer.
welche sonst auch noch sehr gut sind an Nagellacken, auch von der Farbpigmentierung her, das sind die von P2. Die sind aber relativ günstig. Aber von der Pigmentierung her sind die super. Da braucht man nämlich nicht fünfmal Nagellack auftragen. Die benutze ich allerdings, wie gesagt, auch nur, um vielleicht zu stampen oder so. Sonst benutze ich keinen Nagellack mehr. Ja, okay. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Das Einzige, wo ich es vielleicht noch machen würde, ist praktisch vielleicht bei den Fußnägeln. Da, ja. Ne? Ja, okay. Aber selbst da nehme ich eigentlich UV-Gel. Also. So, dann haben wir den auch gleich schon runter. Ich habe bestimmt 3-4 Mal immer wieder rüber. Wir haben ja Nagellackentferner, ne? Gar kein Problem. Wenn sie UV-Gel auch so einfach ablösen würde. Ja, das wäre nicht so gut. Das, also für mich auf jeden Fall die dann... Ja, genau. So, und den Rest machen wir sowieso jetzt gleich bei der Nagelvorbereitung. Jetzt machen wir einmal desinfizieren. Dann ziehe ich auch gleich meine Handschuhe an. Und dann lassen wir das mal... mache ich mich auch gleich mit hier. Muss ja auch sein. Mal einen kleinen Moment einwirken. Dann brauche ich meine netten Handschüchen. So. Du bleibst da drinnen. Dann brauche ich meine Brille. Meine berühmte. So. Alles gut, du wirst nicht operiert. Ich wollte gerade sagen. Nein, das ist nur ein Schutz. Ja. Das muss sein. Ich muss mich ja selber auch schützen, weil ich ja am dichtesten dran bin, ne? Natürlich. So. Dann muss ich jetzt noch mal eben was erklären, weil da hatte ich auch eine Zuschaueranfrage. Und zwar, was, kannst du mal einen kleinen Moment zurückgehen, was die Bits angeht, die ich praktisch verwende, um den Naturnagel vorzubereiten. Hier ist natürlich jetzt alles Mögliche an Bits, das ist jetzt eine kleine Auswahl. Viele, die praktisch sich einen Nagelfräser kaufen, bei denen ist das so, dass manchmal so kleine Sets mit dabei sind, bei dem Nagelfräser. Und die kann man auch durchaus, sag ich mal, für den Naturnagel verwenden. Man sollte natürlich auf den Naturnagel immer äußerst vorsichtig. Das heißt, behandeln schon, aber bitte wie ein rohes Ei. Also nicht drauf, dick drauf rumfräsen. Fräsen muss sowieso auch ein bisschen geübt sein. Aber wie gesagt, ich hatte da eine Zuschaueranfrage. Mein Lieblingsbit, den ich benutze, das ist dieser hier. Den habe ich euch aber auch schon mal gezeigt. Das ist ein Keramikbit. Der ist ganz, also schon relativ hart, aber einen ganz, ganz kleinen Kopf, wie ihr vielleicht unschwer wahrscheinlich auf dem Weißen nicht erkennen könnt. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran. Ich glaube, ihr könnt das sehen. Den benutze ich eigentlich am allerliebsten. Dann kommt es aber auch natürlich ein bisschen drauf an, weil jeder, sag ich mal, eine andere Ausprägung hat. Einige haben sehr viel Nagelhaut, einige haben wenig Nagelhaut. Also das ist das vorher, man muss sich die Hand praktisch ankennen. Also bei ihr ist es jetzt eigentlich relativ normal. Klar, wir werden das, sie wird ihre Hände auch so nachher nicht wiedererkennen. Aber das ist noch alles normal geartet. Also da gibt es welche, die haben wesentlich mehr schlimmere Nagelhaut, sagen wir das mal so. Was ich sonst auch noch ganz gerne benutze, und das müsst ihr auch selber ein bisschen ausprobieren, und zwar die Formen. Es gibt verschiedene Formen. Es gibt die Kugel, dann gibt es hier diese, so ein bisschen diese längsgezogenen, oder ich habe noch, muss ich mal eben gucken, die Schleifkappen nehme ich, wie gesagt, auch, aber dann eben nur bei ganz wenig Umdrehung. Dann gibt es diese Kegelform noch. Die kann man auch schön wenden, schön anwenden, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es diese ganz spitzen noch. Ich glaube, ich habe hier unten noch auch noch ein Set, was dann auch bei dem einen oder anderen Fräser dabei war. Zeige ich euch mal.
Zum Beispiel hier diese ganz spitzen. Hier ist praktisch auch noch so eine Zylinderform in der Richtung. Hier ist praktisch auch so eine Art Birnenform. Das sind die ganz normalen, die breiteren. Obwohl ich diese natürlich nicht für die Nagelhaut hinten nehmen würde, sonst höchstens, weil die sind absolut fein, das sind Diamantaufsätze, höchstens um die Platte leicht anzurauen. Das kann man damit machen. Aber ansonsten für die Naturnagel selber müsst ihr eure Form, mit der ihr am liebsten arbeitet, also diese Birnenform, die kann man auch sehr gut dafür nehmen. Aber jeder hat so seine Lieblinge nachher, sag ich mal, wo er am besten mit umgehen kann. Ne? Und hier sind praktisch auch noch welche drinne. Da sind aber auch noch andere Bits drinne. Das ist hier zum Beispiel für Acryl. Der ist richtig scharf für härtere Materialien. Und hier sind auch noch mal, wie gesagt, diese verschiedenen Formen. Hier ist noch mal einer mit Gold. Das ist ein ganz spezieller Bit. Damit kann man, wenn man French arbeitet, sich die Mauer, sag ich mal, noch vorne schön glatt machen. Also wie gesagt, da gibt es die verschiedensten Sachen. Und welche sonst auch noch gut sind, man sagt normalerweise, dass man hier, manche Bits haben vorne praktisch diese Farbe drauf. Der hier ist zum Beispiel blau. Normalerweise sagt man, dass rot ist normalerweise ein ganz feiner Bit. Dann gibt es noch die blauen, die sind so mittel, sagen wir das mal so. Und dann gibt es, oder grün dann eben, sind dann schon etwas, die haben etwas mehr Abtrag, sagen wir das mal so. Obwohl man sich eigentlich auch nicht immer danach richten kann, weil jede Firma das auch immer so ein bisschen anders macht. Aber das nur mal, um zu zeigen, welche Bits ich, die anderen sind nämlich hier noch im Bad drinne. Die habe ich da noch nicht rausgeholt. Und da ist es eine kleine Kugel jetzt und dann hier auch ein Keramikbit. Aber das nehme ich mehr. Welche Form ich eben noch sehr gerne benutze, ist diese Birnenform, weil die sich auch vom Abtrag her noch sehr gut dafür eignet. Aber heute bei ihr werden wir den Keramikbit nehmen. Ja, das praktisch einmal dazu. Ich hoffe, ich habe die Zuschaueranfrage damit beantwortet. Und dann machen wir jetzt mal weiter. Das packe ich mir mal beiseite. Den brauche ich nämlich gleich. So. Kommt das mal wieder in die Schublade. Zu meinem anderen Sammelsurium. So. Und jetzt nehme ich mir praktisch erstmal. Komm mal raus, da jetzt habe ich meine Handschuhe an. So. Und dann gucke ich mir praktisch die Nägel erstmal einmal vorher an. Bei einer Maniküre ist das ganz wichtig. Wie gesagt, sie schiebt ja weder die Nagelhaut noch irgendwas zurück. Das machen aber Kunden, sag ich mal, die sonst nirgendwo eben hingehen, die machen es eigentlich nicht. Und deswegen würde ich jetzt in diesem Fall mir erstmal mit einem Pro-Pusher die Nagelhaut ganz vorsichtig zurückschieben. Also niemals mit Gewalt arbeiten, sondern immer mit Gefühl. Den Rest hier, das hole ich nachher gleich mit dem Fräser runter. Und dann auch nie den Winkel zu steil machen, wenn wir schon mal bei der Naturnagelvorbereitung sind. Ich hole euch mal so ein bisschen dichter ran. Wo ist denn der Schalter hier? So, damit ihr auch das auch sehen könnt. Genau, so. Das heißt, ihr nehmt praktisch den Pro-Pusher nie ganz steil ansetzen, sondern immer in der Form, sag ich mal, und dann auch nicht mit Gewalt drücken, sondern ganz vorsichtig zurückschieben. Einige mögen das gar nicht, dann müsst ihr komplett auf Fräser zurückgreifen, aber damit kann man schon mal eine leichte Vorarbeit leisten. Man will die Kunden ja auch nicht verletzen, ne? Deswegen immer ganz, ganz vorsichtig. Aber ihr seht schon, etwas löst sie sich hier auch schon. Sie hat auch eine Pergamenthaut, sag ich mal. Das sehe ich, wenn ich die so hin und her bewege. Ich hoffe, ihr könnt das auch sehen. Warte mal ein Stückchen zurück. Ne? Also sie hat eine ganz feine Haut auch drumherum. Ne? Also jetzt nicht so wie bei anderen, sondern dann, das hat auch so ein leicht, oder sieht auch aus wie Pergament. Also so ganz, ganz dünn. Das heißt, damit muss man sowieso ganz, ganz vorsichtig umgehen. So, und dann schiebe ich die jetzt erstmal vorsichtig zurück.
weil man weiß nie, wie schnell, das kann auch ganz schnell anfangen zu bluten, sag ich jetzt mal, wenn man zu forsch davor geht. Hier hat sie auch eine kleine Verletzung sowieso drinne. Ich baue euch mal wieder ein bisschen zurück, genau so, dass man ein bisschen besser sehen kann. Und da muss man natürlich dann sowieso ganz, ganz vorsichtig agieren. Und gerade die Neulinge unter euch, tastet euch da ruhig ganz langsam ran. Immer mit Gefühl arbeiten. So, und dann ganz vorsichtig erstmal ein bisschen zurückschieben. Dann kommt die andere Hand dran. Und gerade auch bei diesen Verletzungen jetzt hier, da muss man sowieso besonders vorsichtig sein. Da nehme ich mir nachher auch die Nagelhautzange, das knipse ich ein bisschen ab, weil das ist zum Beispiel ein Kandidat hier, der würde immer mehr einreißen. Hier hat sie sowieso schon einen ganz leichten Feuerrand hier, das heißt ein bisschen entzündet ist das sowieso schon. Aber sie kriegt ja jetzt heute auch so halbwegs ihre, ich weiß nicht, hast du schon mal eine Maniküre gehabt? Ich habe lange Zeit Acrylnägel gehabt. Ja. Und danach gar nichts mehr. Okay, wahrscheinlich, weil sie dir die Nägel kaputt gemacht haben. Ja, die Nägel waren danach richtig kaputt. Genau. Wir nennen jetzt, ich kann mir schon fast vorstellen, wo du gewesen bist. Deswegen, das brauche ich auch, glaube ich, hier nicht zu erwähnen. Und die gehen mit den Naturnägeln sowieso meistens nicht gerade zimperlich um. Und der Naturnagel ist unser oberstes Gebot, je besser der vorbereitet ist, je pfleglicher er behandelt ist. Ich werde bei ihr jetzt nachher auch, bevor wir den Shellack drauf machen, hier nochmal mit Seal und Protect arbeiten. Damit stärken wir praktisch auch das Nagelbett nochmal, weil er hat auch einen ganz leichten Glanz, sag ich mal. Das sehe ich hier. Das heißt, es ist kein trockener Nagel. Er hat eine leicht fettige Konsistenz, also das seht ihr nachher schon am Nagel selber. Er hat ja auch einen leichten Glanz, das sehe ich auch. Bei trockenen Nägeln würde das ganz anders aussehen. Der hätte praktisch, da würde man schnell die Schuppen, wieso Schuppen sieht das dann praktisch aus, ne? Bei richtig trockenen Nägeln. Mhm. Also du hast überhaupt keine trockenen, aber das spricht auch für die pergamentartige Haut, sag ich mal. Und dementsprechend sind meistens auch die Nägel. Und wenn Nägel dazu neigen, sag ich mal, sowieso leicht fettig ist jetzt praktisch zu viel gesagt, aber muss man auch bei einigen. Wir werden es jetzt einmal erstmal ohne ausprobieren, aber im letzten Notfall kann man dann immer noch einen Dehydrator nehmen. Das ist eine Säure, die man mit drauf macht. Jetzt nicht erschrecken, das muss man natürlich damit richtig vorsichtig umgehen, weil es wirklich nur auf dem Naturnagel aufgetragen wird und der entfettet den Nagel. Dann halten auch Modellagen und so weiter besser. Das sind auch so Sachen, was man dann eben wissen muss. Wir machen es heute bei dir nicht, weil Dehydrate benutze ich nur im absoluten Notfall. Aber wir machen jetzt auch ja keine Modellage hier oben drauf, sondern wir arbeiten ja nur mit dem Base praktisch, mit dem Shellackfarbe oben drüber und versiegeln das nochmal. Wenn du nachher eine Modellage hast, ist es was anderes, dann müsste man das einmal ausprobieren ohne, wenn du sowas irgendwann mal haben willst. Wenn das wirklich absolut nicht halten sollte, obwohl ich habe sehr gute Haftmittler eben auch schon da, aber wenn alle Stricke reißen würden, dann würde ich als allerletzte Option, sage ich mal, den Dehydrator dann eben noch ansetzen. Ne? Mhm. So, dann machen wir uns jetzt mal den Fräser an. So, dann nehme ich eine ganz schwache Umdrehung. Das heißt natürlich den Fräser für alle Neulinge unter euch nicht auf volle Pulle stellen, weil das brauchen wir bei der Naturnagelvorbereitung auch nicht. Wenn ihr absolut Anfänger seid, fangt so bei 5000 an. Das müsst ihr so ein bisschen rauskriegen. Bis maximal 8000, aber mehr braucht ihr definitiv nicht zu nehmen. Dann niemals auf den Nagel Druck ausüben, sondern lasst den Fräser praktisch von ganz alleine seine Arbeit machen. Das heißt, bin ich hier im Bild? Ich hole euch nochmal. Ne, doch, ihr könnt das, glaube ich, ganz gut sehen. Den Unterschied zwischen Nagelhaut. Ich rede durch die Maske ein bisschen. Ich habe ja hier auch nicht dick Staub jetzt. Ich nehme mal die Maske eben ab. Dann könnt ihr mich nämlich auch ein bisschen besser verstehen. Und ich kann vor allen Dingen ein bisschen besser sehen. Wenn ich jetzt total am Abfräsen bin, ist das was anderes. Aber
Ich mache jetzt ganz leicht die nur eine Stufe von der Staubabsaugung an. So. Das heißt, wenn das so kleine Fetzen sind, die quasi hier abfliegen, dann ist es definitiv noch die Nagelhaut. Das seht ihr aber auch. Und dann geht ihr praktisch ganz vorsichtig am Rand längs. Und beim Naturnagel, um die auch zu schonen, sag ich mal, niemals mit Druck arbeiten. Sondern lasst den Fräser ruhig die Arbeit machen. Wenn es etwas mehr Nagelhaut ist, dann dreht ihr lieber die Umdrehungszahl etwas höher, aber wirklich nur etwas. Und wenn das, und ihr seht, das, was ich jetzt hier alles wirklich runterhole, das ist reine Nagelhaut. Je feiner der Staub nachher wird, daran merkt ihr, dass ihr dann praktisch auf dem Nagel im Gange seid. Jetzt muss ich mal ein bisschen dichter ran, sag ich mal, damit ich hier auch was sehe. Also das hier ist praktisch alles noch Nagelhaut. Dann kann man sich die Haut hier an der Seite auch noch ein bisschen wegziehen. Dann kommt man nämlich hier ganz ruhig dich ein bisschen entspannt hinsetzen. Und wenn ihr dann nichts mehr sehen könnt, weil da jetzt so viele Sachen rumfliegen, sag ich mal, dann lieber zwischendurch einmal aufhören, euch den Nagel ein bisschen abpinseln, sag ich jetzt mal, und dann weitermachen. Das, was jetzt praktisch hier oben jetzt quasi so absteht, das mache ich gleich noch mit einem anderen Bit, nämlich mit meinem speziellen Kugelbit, was ich habe. Aber ansonsten, ich mache es jetzt extrem langsam, normalerweise mache ich es schneller, aber damit ihr das auch sehen könnt. Ich hoffe, dass ich nicht mit meinem Kopf vor der Kamera bin. Ich will noch mal eben ein bisschen zurückfahren. So, genau. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Hier kann ich mir praktisch, sonst drehe ich mir die Hand auch ein bisschen bei der Kundin. Und dann kann ich nämlich hier auch schön in die Seiten praktisch reingehen. Und ihr seht ja, was im Grunde genommen jetzt hier schon wegfliegt. Und das ist alles Nagelhaut und unsichtbare Nagelhaut, die man jetzt normalerweise nicht sieht. Und ich übe wirklich... Ich glaube, das kannst du bestätigen, ich übe überhaupt keinen Druck aus, sondern das macht der Fräser alles von alleine. Weil wenn ihr nämlich jetzt hier Druck ausüben würdet, mit einem entsprechenden Fräser, dann würdet ihr praktisch hier so eine richtige Rille reinfräsen und das wollen wir ja nicht, ne? Mhm. Und wenn da jetzt wirklich noch ein Rest Nagellackreste drauf sind, die hole ich mit diesem Fräser auch runter. Und bei der Naturnagelvorbereitung nehmt euch ruhig ein bisschen Zeit. Arbeitet genau, weil dann kriegt ihr nämlich auch alles weg. Damit der Nagel nämlich auch die Möglichkeit hat, sich auch erstmal daran zu gewöhnen, weil der kennt das ja gar nicht. Oder lange nicht, drücken wir es mal so aus. Solange das alles noch so grob aussieht hier, ist es definitiv auch noch Nagelhaut. Hier ist noch so ein bisschen festsitzende Nagelhaut. Gehe ich gleich nochmal mit
auch mal mit einem anderen Bild drüber. Aber niemals nur, weil da jetzt mehr drauf hängt, praktisch jetzt dann mit Gewalt dabei gehen. Das bringt überhaupt nichts. Und an den Stellen, wo jetzt sowieso schon kleine Verletzungen sind, da natürlich ganz besonders vorsichtig. Selbst wenn jetzt hier noch ein bisschen Nagellack drauf ist, weil ich gehe sowieso gleich nochmal ganz vorsichtig auch mit der Schleifkappe drüber. Und damit hole ich sowieso den Rest runter. Jetzt nehmen wir mal deine andere Hand, genau. Ach, das ist so bequem, ich könnte einschlafen. Das ist bequem? Ja. Du meinst, es ist angenehm, ne? Ja, es fühlt sich so angenehm an. So soll das sein. Kunden muss es ja auch angenehm wirken. Das wird auch so bleiben. Ich tue dir nicht weh. Wenn das so sein sollte, dann mache ich was verkehrt. Ich glaube, die meisten kennen das aus den Nagelstudios, dass da relativ rabiat. Die gehen da ja sehr rabiat ran, ja. Genau. Und das ist dann nachher schon unangenehm. Ich habe es ja selber, bin ja früher auch dahin gegangen. Und irgendwann habe ich mir gesagt, obwohl meine, ich habe da eigentlich immer noch Glück gehabt, sag ich mal. Aber teilweise, erstens mal wechselte das Personal dauernd und sind viele, die schrubbeln darauf rum, klar, weil die spielen auf Zeit, ja. Ganz klar, ja. So schnell, schnell, schnell. Und das hat mich auch schon immer gestört. Gut, natürlich will man jetzt auch nicht 3 Stunden sitzen. Am Anfang, sag ich mal, das ist normal, dann braucht man immer ein bisschen länger. Ich hoffe, dass ich noch im Bild bin und nicht mit meinem Kopf vor der Kamera. Ich versuche so weit wie möglich wegzubleiben. Aber ich sehe natürlich auch ganz gerne, was ich mache. Ich mache mal noch ein bisschen was in der Ecke rum hier. Dann muss ich gleich nochmal machen. Aber dass ich das Grobe erstmal runter habe hier. Weil die Naturnagelvorbereitung ist wirklich für alles, egal was man hinterher macht, das ist das A und O. Davon ist so viel abhängig, dass das vernünftig gemacht wird und dafür solltet ihr euch auch immer die Zeit nehmen. Und die Anfänger unter euch sowieso. Weil wenn man die nicht richtig macht, entstehen nachher, können Liftings entstehen, Vernetzungen entstehen, das was wollen wir natürlich nicht, ne? So, jetzt nehme ich mir, weil du hinten noch welche hast, ich nehme mir jetzt mal den hier. Der ist natürlich etwas grober. Dafür arbeite ich aber praktisch auch wieder total schwebend, sag ich jetzt mal. Und nehme auch die Umdrehungszahl etwas runter. Aber hier, dadurch, dass der vorne ganz spitz ist, komme ich natürlich hier schön in die Ecken rein. Kann die Haut praktisch hier dann auch noch mal lösen, vorsichtig. Das ist diese Festsitzende,
Man soll auch nicht jetzt zu tief hinten in den Ball reingehen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und wie gesagt, niemals so arbeiten, sondern immer, wenn ich das seitlich praktisch zeige, sag ich mal, hier immer diesen Winkel vom Schleifer hier auch einhalten, dass er praktisch immer so auch ein bisschen Auflagefläche auf dem Nagel hat. Also niemals, man lässt sich ganz schnell verleiten, dass man ihn zu steil hält. Dann kommt man nämlich auch noch mal ein bisschen an diese kleinen Dies da dran hier. Gerade wenn man das erste Mal bei so einem Nagel, also der lange keine Maniküre hatte, mit der Zeit gewöhnen sich die Nägel da dran. Und das ist ja jetzt auch nicht unangenehm oder so, ne? Nein, überhaupt nicht. Ich übe auch wirklich überhaupt keinen Druck aus. Ich gehe praktisch nur so über den Nagel. Der Fräser, sag ich mal, macht seine Arbeit eigentlich von ganz alleine. Auch so ein Kandidat. Und hier, das habt ihr eben gesehen, ne? Da war nämlich dann auch noch mal so ein Fetzen. So. Der hat jetzt ein bisschen weniger hier. Aber da entwickelt ihr praktisch nachher schon automatisch auch dieses Gefühl. Ihr seht nachher auch den Unterschied. So. Im Moment sieht es natürlich alles noch nicht so prickelnd aus, sag ich mal, aber wir haben sie ja jetzt so weit gelöst. Jetzt nehme ich mir im nächsten Step eine Schleifkappe. Bitte keine groben Schleifkappen verwenden, sondern nur feine. Ich habe hier einen 240 Grit. Die meisten, die meine Videos kennen, kennen die auch. Und damit raue ich mir jetzt auch wieder ohne Druck die Nagelplatte etwas an. Ansonsten könnt ihr das auch mit dem Buffer oder mit der Feile machen. Aber wirklich nicht draufdrücken oder irgendetwas, sondern nur einmal, weil das geht natürlich mit dem Fräser schneller. Nur die Nagelplatte anrauen. Mehr soll gar nicht passieren. Und auch gut, bei der Umdrehungszahl kann jetzt hier nicht viel passieren. Aber niemals auch gerade mit den Schleifkappen nicht zu lange auf einer Stelle bleiben. Das kann nämlich heiß werden.
Und ich mache das ja jetzt im verlangsamten Tempo. Normalerweise bin ich ja schneller. Mache ich ja jetzt für euch, damit ihr das seht. Also ich streichel den eigentlich nur. Mehr mache ich nicht. Es dürfte bei ihr eigentlich nur ein leichtes Kribbeln auslösen. Und mehr nicht. Und ihr seht ja auch, selbst wenn ich mit der Schleifkappe hier diese restlichen Farbreste, sag ich mal, die kommen schon automatisch mit runter. Wenn ihr euch da mit dem Fräser noch unsicher seid oder was diese Anrauen der Platte praktisch angeht, dann macht das mit der Feile. Das ist auch kein Problem. Also die Feile nehme ich mir jetzt hier gleich nur zum Schluss, wenn ich mir den Nagel vorne etwas forme, sag ich jetzt mal. Die gehen ja jetzt sowieso nur bis zur Fingerkuppel. Aber auch die sollen natürlich nachher gut aussehen. Sonst würden wir den ganzen Spaß ja jetzt hier nicht machen. Ich arbeite jetzt mal ein bisschen in meinem Tempo. Sonst dauert dieses Video auch zu lange. Achso, den habe ich ja noch, genau. Das hätten wir ja fast vergessen, das wollen wir ja nicht, ne? Das sind nur meine Handschuhe, also erschreckt euch nicht. Noch ein Bild, ja, etwas weiter weg, aber immerhin. So. Dann brauche ich. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich mir meine Spezialkugel geholt. Dadurch, dass sie so ein bisschen pergamentartig hier unterwegs ist, muss man natürlich erst recht vorsichtig sein. Aber damit glätte ich mir praktisch oben nochmal im ersten Step die Nagelhaut. Das sollte ihr oder dürft ihr eigentlich auch nicht wehtun. Damit kann man jetzt auch die umliegende Nagelhaut auch ein bisschen aufglätten. Gerade was man, je nachdem, was man mit den Händen auch gemacht hat. Und dann, wenn dann wirklich noch scharfe Ecken sind oder so, den Rest mache ich nachher mit meiner Nagelzange, wenn dann noch was absteht. Aber hier gerade bei diesen Verletzungen, da muss man nämlich dann mit dem Fräser auch vorsichtig sein. So.
möglich sein. Und das mache ich nämlich dann lieber mit der Zange. Das ist dann so, bevor ich mir das vorne feile, sag ich mal, diese kleinen, warte mal, ich zeige euch das mal, damit ihr das seht. Hier seht ihr das, ne, dass hier so kleine Verletzungen sind. Und hier steht praktisch auch so ein Hautfetzen nach oben. Und das ist ein Kandidat zum Beispiel, der würde mit der Zeit eigentlich immer mehr einreißen. Und dem kappe ich jetzt an der Wurzel, sag ich jetzt mal. Und dann kann er uns nämlich auch nicht mehr einreißen. Mit diesen Nagelscheren, sag ich mal, oder Nagelzangen muss man etwas Übung haben, weil die sind sehr, sehr scharf. Und einen zappeligen Kunden würde ich damit auch nicht behandeln. Das muss man wirklich auch ein bisschen üben. Weil da kann man nämlich auch einen ganz schnell mit verletzen, weil die wirklich ultra scharf sind. Also für Ungeübte, lasst es bitte. Da hole ich mir wirklich jetzt nur noch hier die letzten Fetzen praktisch noch mit raus hier, weil sie wirklich so eine dünne Haut hat. Da könnte ich dann sonst mit einem Fräser, sag ich mal, mich totjubeln, sag ich jetzt mal. Das will ich natürlich nicht. Ich muss mich selber ein bisschen konzentrieren hier. Soll man natürlich auch nicht wegnehmen, jetzt sag ich mal, sondern nur noch das, was so ein bisschen übersteht. So, ich mache das jetzt noch mal eben zu Ende hier, Süßen, und dann hole ich euch, ich war sowieso schon wieder zu weit weg, ne? Und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, meine Süßen, ich bin mit meiner Schnippelei fertig. Jetzt feile ich sie mir noch mal, auch bei Naturnägeln ist wichtig. Weil ihr habt auf den Naturnägeln kein Material drauf. Das müsst ihr euch, wenn ihr eine normale Maniküre macht, immer bewusst sein. Das heißt, ich arbeite auch hier mit einer 180-Grit-Feile. Wichtig dabei, und gerade bei Naturnägeln, nicht dieses, als wenn ihr eine Modellage drauf macht. Das dürft ihr bei Naturnägeln nicht machen. Naturnägel möglich ansetzen und immer nur in eine Richtung. Weil durch dieses Geschrubbel hier vorne, gerade bei so kurzen Nägeln, reißt ihr vorne die Platte auf. Das heißt, es können wieder so, wie so Mini-Haarrisse im Grunde entstehen. Das heißt, wenn ihr feilt in eine Richtung oder einmal so längs ziehen, das geht. Aber nicht dieses hier machen. Ganz wichtig. Seitenlinien brauchen wir hier im Grunde jetzt nicht beachten, weil es ist ja keine Modellage drauf. Ich sehe ja so schon, wie sie sich auch die Nägel gefeilt hat. Und genauso würde ich jetzt praktisch den Nagel auch behandeln. Hier sitzt noch ein ganz bisschen was unter. Mit dem Hyponychium müsst ihr natürlich ganz besonders aufpassen hier. Gerade wenn ihr mit
sonst hatte sie hier noch so ein bisschen was unterm Nagel. Weil dieses Häutchen hier vorne, das kann ganz schnell einreißen. Und auch damit bitte super vorsichtig umgehen. So, dass das einigermaßen, die sind nur wirklich, wirklich sehr kurz hier, aber die wachsen jetzt demnächst eigentlich dann auch wieder. Das weiß ich nun noch nicht. Bin gespannt. So, damit sie dann auch mal wieder ein bisschen längere Nägel hat, ne? Also vom Stresspunkt her, sage ich mal, es sind jetzt keine extrem dicken Nägel, sag ich jetzt mal, aber ansonsten, ich merke das beim Feilen eigentlich auch eine ganz gute Härte, wenn er sich so weiterentwickelt. Und selbst wenn man dann mal nachher eine dünne Modellage drauf macht, sollte das auch mit Gel oder so weiter kein Problem darstellen. Nur das jetzt hier vorne, hier ist ja fast nichts mehr, der muss sowieso rauswachsen hier. Da bin ich wirklich schon mal mit Hypomyxium vorne. Das ist jetzt nur, dass es ein bisschen halbwegs normal und rund aussieht. Die hat hier auch jetzt zum Beispiel so ein bisschen einen Trapeznagel. Trapeznägel sind praktisch hier hinten und laufen nach vorne hin breiter aus. Da muss man nachher auch bei der Modellage eben auch mit aufpassen. Das kriegt man aber mit Pinschen und so weiter mit der Zeit eigentlich ganz gut hin, wenn man eine Modellage macht. Nur mal so am Rande. Also extreme Krallennägel, der hat einen ganz leichten Hang. Der, ja, kann man schlecht sehen. Aber so ist jede Hand eben auch unterschiedlich und man muss immer natürlich gucken, dass man das Beste draus macht. So. Wie gesagt, viel machen kann ich jetzt hier vorne an der Spitze nicht. Die müssen auf jeden Fall definitiv noch ein bisschen rauswachsen. Dann kommen wir sowieso nicht drum rum. So. Hier ist noch eine kleine Ecke entdeckt. Dann hätten wir auch die Naturnagelvorbereitung in dem Sinne abgeschlossen. Ich habe jetzt nicht wie wild dran rumgeschnitten oder so weiter, weil die Nagelhaut, die merkt das nämlich. Und das wollen wir ja auch nicht, dass sie sich das merkt. Sondern übertrieben ausgesprochen jetzt, sag ich mal, so, weil ich ja jetzt auf dem Nagel im Gange war, gehe ich noch mal einmal kurz mit dem Buffer jetzt drüber, aber wirklich auch nur fliegend, so, und dann hole ich jetzt gleich meine Wunderwaffe raus, dann erkennen Sie so schon Ihre Nägel gleich nicht wieder. Staubabsaugung aus. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Dann wische ich mal eben hier ab, weil wir hier ein bisschen Staubpartikel haben. Das desinfiziere ich damit auch gleich wieder. Sauberkeit, oberstes Gebot dabei, wisst ihr ja, ne? So, jetzt hole ich meine kleine Wunderwaffe raus. Gerade bei Naturnägeln. Ich mir nochmal eben meine, wenn du nichts dagegen hast. Aber die ohne Handschuhe desinfiziert hatte ich sie ja.
So, bei ihr werde ich jetzt mal das Seal und Protect benutzen. Und dann kann sie, guckt euch die Nägel quasi jetzt so nochmal an, wie sie jetzt aussehen. Nur für die, sag ich mal, unter euch, die das noch nicht kennen. Und das gibt es so im freien Handel auch nicht zu kaufen. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal das Prep and Wipe. Wipe nennt sich das. Das ist quasi auch ein Entfetter in dem Sinne. So, sehr schön. Da braucht man auch nur einmal mit rüber gehen. So, da stelle ich mal die Lampe hin. Mhm. Die brauchen wir gleich. So, und dieses Seal and Protect, einige von euch werden es kennen, vielleicht haben es auch einige von euch zu Hause, ist eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten, was ich aber eigentlich schade finde. Sondern trage ich mir hier eine dünne Schicht mit auf. So, dann gibst du mir bitte einmal in die Lampe. Mhm. Und das härtet jetzt 60 Sekunden aus. Und dann wiederhole ich, dann wische ich das quasi nur einmal mit einer trockenen Silette ab, mehr nicht, und trage noch eine zweite Schicht auf und dann komme ich gleich wieder. So, meine Süßen, und jetzt könnt ihr euch das Ergebnis, ich habe jetzt leider kein Vorher-Nachher-Bild, aber ihr könnt das, glaube ich, jetzt schon sehen, wie schön der Naturnagel aussieht. Könnt ihr das erkennen? Rosig. Keine großartigen Rillen mehr oder irgendwas drin. Das ist schon wie eine Versiegelung oben drüber. Also dieses ist wirklich, abgesehen davon, dass hier noch ein bisschen Dreck unterhängt, aber das ignorieren wir jetzt mal. Nee, wir ignorieren es nicht. Wir machen ihn raus. Sag ich mal. Und dann machen wir jetzt weiter mit einer Base. So, ich fahre euch mal wieder zurück. So. Dann, ich bespreche mal eben kurz, welche Farbe wir nehmen und dann seid ihr gleich beim Auftragen noch mit dabei. So, meine Süßen, wir haben uns entschieden, beziehungsweise sie hat sich entschieden, und zwar nehmen wir heute einen Gellack Smoke. Und der ist, das ist der von Juliana Nails. Den hatte ich auch in einem Video schon mal vorgestellt. Das ist eine ganz tolle Farbe. Jetzt nehme ich mir erstmal eine Base praktisch. Das hier ist praktisch, ach nee, das ist das Finish High Gloss. Das ist, will ich gar nicht haben. Ich muss mal eben Luki Luki machen hier. Moment. Das ist prima. Wo ist denn mein, wo habe ich denn den jetzt wieder hingestellt? Ja, 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 ja. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Deswegen muss ich mal eben ganz kurz da. Von Juliana Nails Base und Finish Gel, also passend dazu. Ich wusste doch, irgendwo habe ich das. So. Das heißt, wir gehen jetzt mit dem Gel Polish nicht direkt auf den Naturnagel, sondern wie so eine Art Schutzschicht unten drunter. Erstens mal glätten wir, falls jetzt wirklich noch Rillen im Nagel sind, glätten wir uns das damit, so dass wir eine schöne gleichmäßige Oberfläche nachher auch haben.
auftragen, ganz normal, als wenn wir eine Modellage auftragen. Zieht sich selbstständig glatt. Brauche ich aber den meisten, glaube ich, nicht zu erzählen. Der braucht auch nicht so in den Rand gedrückt werden. Also es braucht wirklich nur eine ganz dünne Schicht zu sein. Irgendwas ist hier drauf. Da muss ich mal eben kurz nochmal. Da waren noch irgendwelche Staubreste drauf. Warum auch immer. So, jetzt sehe ich aber, dass es besser ist. So, einmal in die Lampe. Bin ich wieder rausgezoomt? Ja. Ich muss nämlich hier immer um die Ecke gucken, auf die Kamera. Na gut, ich kann ja notfalls nachher noch beschneiden. So ist es nicht. So, dann lassen wir die auch noch mal eben aushärten, bitte. So, hier tragen wir dann schon mal den Gellack auf. Und bei diesen kurzen Nägeln muss ich mir mal eine Brille aufsetzen. Wo habe ich sie dann hingelegt? Da vorne. Ach, da. Mhm. Weil das ist manchmal mit denen, je nachdem, was man für einen Pinsel hat, etwas schwierig. Wo habe ich meinen... Da, den suche ich. Da mache ich mir nämlich immer so einen kleinen Klecks, falls ich danach arbeiten muss. So, für die erste Schicht reicht das. Einmal rein, andere Hand. So, dann machen wir mal die. So, meine Lieben, wir sind fertig. Sie ist eingeölt. Sie hat die Farbe drauf. So, und die Nägel sehen gepflegt aus. Ich hole euch noch mal ein bisschen dichter ran. Ich habe jetzt meine Brille nicht auf, aber ich glaube, ihr könnt alles sehen.
Ja, und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Das war jetzt eine normale Naturnagelvorbereitung. Einfach nur mit ein bisschen Shellack oder beziehungsweise UV-Lack drauf. Ja, und ich glaube, die Kundin ist zufrieden. Sehr zufrieden. Gepflegt, sie fühlt sich wieder wohl und das ist ja auch die Hauptsache. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi. Ciao.